Die Hartz-IV-Diktatur, so heißt das Buch von Inge Hannemann. Die Bloggerin, die mit zur schärfsten Kritikerin der Hartz-Gesetze gehört, schreibt darin über Missstände im Umgang mit arbeitslosen Menschen. Die Sachbearbeiterin des Jobcenters in Hamburg-Altona, zurzeit ruht ihr Arbeitsvertrag, prangert ein Sanktionssystem an, das ihrer Meinung nach Menschen bevormundet, stigmatisiert und systematisch kaputt macht. Ich habe da wirklich mit Menschen zu tun gehabt, die sind am Jobcenter am Leben zerbrochen. Also unter dem Stigma Hartz IV, ich bekomme keinen Job mehr, ich habe keine Chance, ich bin älter als 45 und ab 50 sowieso keine Chance mehr. Die haben aufgegeben. Ne? Anstatt Menschen wieder in bezahlte Arbeit zu vermitteln, wofür die Hartz-Gesetze vor mehr als 10 Jahren von Rot-Grün mit beschlossen wurden, gehe es ihrer Erfahrung nach oft eben nicht um die Menschen, sondern sie seien Fälle, die schnell wieder vom Tisch sollen. Man braucht für die Menschen Zeit und man muss Gespräche auf Augenhöhe führen, das heißt zuhören. Ich muss als Sachbearbeiterin zuhören können. Und man hat weder die Zeit, noch wird man geschult auf Zuhören, sondern man wird darauf geschult, wie sanktioniere ich richtig, wie mache ich die Eingliederungsvereinbarung rechtssicher und wie kriege ich Menschen schnell in irgendeine Arbeit. Aber das hat mit Menschlichkeit überhaupt nichts mehr zu tun. Laut Statistischem Bundesamt bezogen 2015 rund 4,3 Millionen Menschen Hartz IV. Allein in Berlin haben im April rund 570.000 Personen eine Grundsicherung erhalten. Für Alleinstehende bedeutet das, im Monat erhalten sie einen Regelsatz von 404 Euro. Wer allerdings beim Jobcenter Termine nicht einhält, angebotene Maßnahmen verweigert oder abbricht, wird oft sanktioniert. Im letzten Jahr war das nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit 980.000 Mal der Fall. Oft heißt das weniger Geld. Diesem ganzen Bestrafungssystem will Inge Hannemann zusammen mit anderen wie Michael Bohmeier etwas entgegensetzen. Sie haben deshalb die Online-Plattform Sanktionsfrei ins Leben gerufen. Es wird eine kostenlose Online-Plattform, auf der wir Menschen die Beratung geben, die eigentlich das Jobcenter den Menschen geben sollte. Nämlich eine verständliche Rechtsberatung und Handlungsoptionen, was sie tun können, um ihr gutes Recht durchzusetzen. Bei Bedarf soll dann bald jeder online Daten eingeben und seinen Bescheid hochladen können. Vom Widerspruch bis zur Klage will Sanktionsfrei zukünftig alles übernehmen. Denn oft genug sind Hartz-IV-Bescheide fehlerhaft bis rechtswidrig. Im letzten Jahr wurde von rund 51.000 eingereichten Widersprüchen 18.600 ganz oder teilweise stattgegeben. Gerade durch ein Computerprogramm soll nun alles etwas gerechter werden. Ja, ist wirklich ganz interessant. In dem Fall scheint mir wirklich an einigen Stellen, dass der Computeralgorithmus menschlichere Entscheidungen treffen zu können als die Mitarbeitenden vor Ort. Und das liegt natürlich daran, dass das Sozialgesetzbuch 2 durchaus auch den Betroffenen Rechte einräumt. Und zwar gar nicht mal so ganz wenige. Aber die Jobcenter-Mitarbeitenden vor Ort haben eine unfassbare Willkür. Die können ziemlich einfach darüber entscheiden, ob jemand sanktioniert wird oder nicht. Und das tun sie auch. Und wenn sich da zwei Menschen gegenüber sitzen, da passiert natürlich auch viel Diskriminierung, Sexismus, Rassismus. Eine Freundin von mir hat einen Deutschkurs angeboten bekommen, weil sie irgendwie asiatisch aussieht, aber schon ihr ganzes Leben hier lebt und studiert hat. Also eine Dinge passieren dann, die natürlich nicht rechtens sind, aber weil die Leute eingeschüchtert sind, lassen sie das mit sich machen. Michael Bohmeier und seine Mitstreiter wollen aber noch weitergehen. Bohmeier, der gebürtig aus dem Oderbruch kommt, ist auch einer der Mitinitiatoren des bedingungslosen Grundeinkommens. Dahinter steckt die politische Forderung, dass jeder Bürger vom Staat monatlich eine Summe erhält, ohne Gegenleistung. Ich glaube, wenn Hartz IV bedingungslos wäre, also keine Sanktionen mehr gäbe, wenn man nicht der Person drohen kann, wenn du das und das nicht tust, dann kriegst du kein Geld mehr, dann wären wir schon einen großen Schritt weiter. Dann würden nämlich die Existenz von Menschen gesichert werden, ohne dass sie was dafür tun müssen. Das wäre für uns der erste Schritt Richtung bedingungsloses Grundeinkommen. Erstaunlicherweise kriegen wir fast keine Kritik für unsere Grundeinkommensprojekte, weil die Menschen merken, dass irgendwas mit der aktuellen Art, wie wir Arbeit organisieren, nicht stimmt. Es gibt nicht genug bezahlte Arbeit, die Reallöhne steigen nicht, der ganze Druck wächst immer, die Work-Life-Balance stimmt nicht. Und Grundeinkommen ist die Antwort eigentlich auf all diese Fragen oder kann eine Antwort sein. Und wir wollen ja niemanden überzeugen, sondern wir probieren es einfach aus, indem wir Geld verschenken und gucken, was es mit den Menschen macht. Und das funktioniert erstaunlich positiv. Finanziert wird sanktionsfrei durch Crowdfunding und viele Ehrenamtler helfen mit. In den kommenden Tagen soll die Testphase losgehen und spätestens ab Herbst soll dann jeder die Online-Plattform nutzen können.